sollen wir den mal hier hinsetzen? Sieht gut aus. Und willkommen zurück, meine Freunde. Staffel 8 geht weiter und es gewittert draußen. Warum gewittert es? Was will uns das Wetter damit sagen? Ich werde euch gleich eine neue Neuigkeit mitteilen. Aber erstmal, wie geht denn das hier dran? Man muss das, glaube ich, einfach nur hier so dran kleben. Ach ja, so draufschieben, sowas. Okay, dann nochmal so. Jetzt haben wir es. Ihr wisst, in der letzten Folge haben wir hier das Würmchen gemacht und der Crazy Zocker hat, glaube ich, auch in den Kommentaren geschrieben. Ich glaube, der Kevo war das gewesen, oder? Der Chor? Irgendjemand hat es gesagt. Irgendjemand hat es gesagt, dass das war ja die Wurm ist ja easy. Es kann sein, dass es der Halef gewesen ist. Nee, es ist ja klar, dass der nicht so easy ist, wenn ihr das ohne Mod spielt. Ne? Wir haben ja hier ein paar Mods drauf, unter anderem auch die Gaia-Mod oder eben die Gaia-Mod. Ja, und die Gaia-Mod und dann eben diese Mod mit den Zaubern. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie die heißt. Wie heißt denn die? Ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung. Das ist hier mit den ganzen Zaubern, die man hat. Ganz klar, wenn wir dann dort mal runtergehen, dann brauchen wir schon dicke, fette Waffen. Aber ich denke mal, wir hätten das trotzdem noch geschafft. Erstmal sind wir, oder die meisten von uns, sehr gut ausgerüstet. Viele haben schon Tech und der größte Teil hat seine Skillung schon so gesetzt. Der Halef war das gewesen. Der hat, glaube ich, dann mit seiner Mega-Skillung ja mega viel rausgehauen. Also, ne, das war's. Wir haben... Die Höhle war ja wunderschön. Schade, dass die ganzen anderen Würmer, die eigentlich überall kommen hätten sollen, nicht da gewesen sind. Naja, ist eben so. Ja, machen wir hier mal zu. Hallo, Akuma. Hallo, Dave. Sag doch mal hallo, hallo mal in die Aufnahme. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hast du übrigens... Komm auch gleich dazu. Okay, hast du übrigens in den Kommentaren gelesen, sie sind einfach... die Leute sind zufrieden mit deinen Bauten. Die sind... Es haben viele waren mit dem Bau des großen Gebäudes, fanden die voll schön. Ja? Das ganz, ganz große Gebäude, wo die, wo auch der großen Tiere drin sind. Großen Tiere, genau. Ich finde ja zum Beispiel das Wolfsgehege oder wie das hier heißt, was sind das? Ja. Das finde ich voll schön. Das gefällt mir. Ich mag dieses ganze Schief und Schäle hier. Hier den Zaun überall hingezogen. Ich mag das. Darf nicht gratis sein. Das ist aber ein Schafgehege. Schafgehege, die nicht rauskommen, weil die Wölfe draußen sind. Nein, das ist ein Schafgehege und die Wölfe sollen halt Hirtenhunde darstellen, die auf die Schafe aufpassen. Das stimmt. Aber die Wölfe kommen, der Schafe kommt trotzdem nicht raus, weil Wölfe draußen rumlaufen. Und die sind doch angeleint. Na toll, ihr tut mir ja, voll leid. Ja, die habe ich voll gepaart. Du hast gerade... Kissen ist ein neuer dazugekommen, ne? Weiß nicht. Wo ist ein Kissen? Also Kissen nicht für so, Küssen, ja, sondern wie Kissen, gesagt, das ich Kissen. Ich habe gepaart. Ah. Das ist das Baby von denen. Ganz weiß. Deswegen sind sie auch angeleint. Ja. Du hast Männlein bekommen. Ja, leider, aber egal. Mhm. Aber gut, ist auch schön. Ich komme gleich wieder. Achso, du kommst gleich wieder. Okay, alles klar. Ja. Bin aber schon am Eindruck. Mach das. Ich werde währenddessen noch ein paar Neuigkeiten in die Aufnahme ballern. Es wird immer gefragt. Ich glaube, in jedem Video und in den Kommentaren wird immer geschrieben, Dex, kann man denn da mitmachen? Hallo, kann man denn da mitmachen? Ist denn da noch eine Möglichkeit, da irgendwie auf den Server zu joinen? Dann haben alle immer gesagt, nein. Und ich habe auch mal darauf geantwortet, nein, die Aufnahme ist vorbei. Wir nehmen keine mehr an. Wir hatten das ja gemacht vor 2 Monaten jetzt. Und da war ja die Anmeldung und die Anmeldefrist, die ist ja abgelaufen. Und dann hatten wir unser Team zusammen. Jetzt ist es aber so, dass einige nicht mehr mitspielen, wegen Gründen. Und es sind ein paar Plätze frei geworden. Und jetzt ist das so, dass ich in den nächsten Tagen, also Leute, wenn ihr gerne mitspielen möchtet, jetzt ist eure Gelegenheit. Ich werde nur 10 Personen einladen. 10 Personen einladen. Ich werde das dann wieder, wie ich das sonst immer gemacht habe, in die Steam-Gruppe schreiben. Das bedeutet, wenn ihr noch nicht der Steam-Gruppe folgt, macht es am besten. Ich muss nicht unbedingt, dass die Leute mir die Steam-Gruppe folgen. Da gibt es ja nichts Großartiges. Aber ich schreibe das dort rein, weil wir sind ja, wie schon gesagt, das ist ja PC-Spiel. Auch wenn Xbox das Spiel ja auch normalerweise
mit uns spielen, zusammenspielen könnte, aber wegen Steam, ja, der Steam-Version, das ja nicht geht, ist das so gesehen alles nur PC-Spieler. Und ja, wie gesagt, folgt mir auf der Steam-Gruppe, dann kriegt ihr automatisch dann die Nachricht, wenn dann die Anmeldung wieder ist, und dann könnt ihr dann könnt ihr euch dann so gesehen bewerben. Wie gesagt, es werden nur 10 Leute mitgenommen. Die Anmeldefrist werde ich euch dann dazu schreiben, natürlich in dem kleinen Text, den ich da sonst immer da drunter kritzel. Warum bin ich denn eigentlich so groggy? Es ist so heiß, glaube ich, ne? So, wann haben wir denn die Herkuleo? Aqua on Fire. Aqua on Fire? Was ist denn das? Ich will auch einen. Ich wollte auch einen haben. Ich will auch einen haben. Aber wer hat den Aqua geschrieben? Ich weiß nicht. Ist ja... Also ich weiß nicht. Aqua wird ja nicht so geschrieben. Aber man weiß, was gemeint wird. Gemeint ist. Ich will auch einen Tylokulier haben. Hallo? Hallo, du bist schön. Ich will auch einen Tylokulier haben. Mal gucken, vielleicht wenn die Akku mal gleich wiederkommt, dann zähle ich mir mal ein. Tylokuleo ist ja voll cool. Es gibt, glaube ich, auch Tylokuleen. Dreadful Tylokuleo. Ist das so einer? Ich guck mal. Der leuchtet so. Ist das ein Dreadful? Da, Dreadful Tylokuleo. Das ist so einer. Voll freaky, ey. Ich will auch so einen haben. Wieso hat die Akku mal einen? Warum hat die Akku mal zwei? Vielleicht will sie mir einen abgeben. Geil. Also wie gesagt, nochmal zurück. Ich werde das dann in die Steam-Gruppe posten. Wenn ihr mir dann folgt, kriegt ihr automatisch die Nachricht. Und dann könnt ihr das dann machen. Ich werde das aber, glaube ich, dann auch nochmal im Video nochmal sagen. Leute, jetzt ist die neue Anmeldung. Und dann könnt ihr das gerne machen. Ah, das ist ja gar kein Glas. Also wir werden auch diese Anmeldung nicht lange machen. Wir werden auch nicht viele Leute mitnehmen, also maximal 10. Und dann habt ihr nochmal die Möglichkeit, nochmal mitzumachen. Ihr dürft dann so gesehen bauen, wie ihr möchtet hier und wo ihr möchtet. Ah, da steht die Akku ja schon. Mensch, es ist so warm, ey. Nicht mal im Spiel wird man davon verschont, von der Hitze. Also bei mir, ihr wisst ja, ne? Wo ich wohne, ist es ja immer warm, also ist es jetzt nicht so tragisch für mich jetzt hier, aber für euch, ich weiß ja ganz genau, dass ihr darunter leidet, ihr armen Nordländer. Ups. Ich habe noch einen scheiß Pelz an, da, jetzt, da kommt's. Okay, wo waren die Klamottos? Da. Das, ausziehen, 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 ausziehen. Ziehen wir das mal wieder an. Leider habe ich ja meine ganzen Klamotten ja da verloren. Ihr wisst das ja, im Dungeon, welchem Dungeon war das eigentlich gewesen? In dem Dschungel-Dungeon, glaube ich, ne? Wo ich am Ende gegen den Bären getötet worden bin. Der Endboss-Bär. Und dann sind die Sachen ja irgendwie verschwunden. Das war ja ein bisschen ärgerlich. Naja. So, jetzt geht es mir auch wieder besser, oder? Nee, auch nicht. Ist noch irgendwie voll warm. Was haben wir für eine Temperatur? 20 Grad, ey. Da kratze ich mir nicht mal im Hintern, ne? Naja. Ich will so ein Tylokuleo haben. Wie machen wir die nochmal ab hier an dem Seil? Muss man da irgendwie nicht draufdrücken? Ah ja. Hat das gar keinen Sattel? Doch. Boah, Tylokuleo. Wenn ihr beim letzten Stream dabei gewesen seid, wenn nicht, ne, guck mal unten in die Videobeschreibung. Nicht nur, dass da auch alles steht, was wir hier für Mods drauf haben. Wir, da steht natürlich auch direkt der Link zu meinem Stream-Account, zur Stream-Seite. Und dann könnt ihr dann dort, wenn ihr mal mitspielen möchtet, wir machen ja immer schöne Streams mit euch zusammen, dann folgt mir dort mal. Und wir haben jetzt vor kurzem wieder Battle Royale gespielt. Hallo Akku, mal wieder komm zurück. Ja. Und da hat mich... Man landet ja vom Himmel auf die Erde und dann kann man dann rumlaufen und diese Loot Case aufsammeln mit Waffen und dann kämpfen wir gegeneinander. Ne, Battle Royale, wie man es kennt. Und
Dann bin ich mit meinem Gleiter gerade durch den Wald geflogen, habe ich so ein Tilakuleo vom Himmel geholt und gefressen. Ich bin noch nicht mal gelandet, ey. Hast du das mitbekommen? Nee, leider nicht. Das war der Hammer, ey. Ich bin noch durch den Wald geflogen. Ich bin gerade gespawnt, noch in der Luft bin ich gewesen. Und dann fliege ich da durch den Wald und will im Redwood Forest landen. Zack, hat mich der Tilakuleo. Da, da, da. Ich habe übrigens, seit wann haben wir zwei Tilakuleo Dreadful? Seit ich da war und welche habe. Aber du hast die nicht gezähmt, sondern du hast die Nein. bekommen, ne? Zwillinge. Von? Gestört. Genommen? Team, Lokis Alpha-Valküre. Okay, und wo kriegt man die sonst her? Redwood. Ach, immer im Redwood, okay. Also du hast so übrigens ziemlich da, wo Bäume sind, große. Hast du den Namen eigentlich extra so geschrieben? Wo bist denn du eigentlich? Ich komm grad hoch. Du kommst grad hoch? Du bist auf den Tilakolela. Genau. Ja. Hast du den extra so geschrieben? Aqua, ja. Also, auf Italienisch wird das ja mit A-C-Q-A. Geht der so? Das ist so Absicht. Okay. Ich weiß es nicht. Auf Latein wird das, glaube ich, auch mit C noch dazu geschrieben. Ich will auch einen haben. Machen wir mal eine Tour mit denen. Warum nimmst du mein Weibchen? Achso, bei Aqua. Ich finde Aqua immer schöner als Blödfeier. Mir ist kein besserer Name eingefallen. Aber wenn du den Latein Aqua nennst oder italienische Aqua nennst, wir können ihn ja auch, aber. Wo steht denn der Name? Change Name? Ah ja. Ups, was war das denn? Das wäre auf Italienisch Feuer, Fuoco. Lasso! Du könntest ihn ja auch auf Spanisch nennen, Fuego! Oder so, keine Ahnung, aber das weiß ich nicht. Vorher erinnert mich an einen Pokémon, was ich nicht mag. Ey, mach mal noch eine Runde damit. Wir können ja. Gerne. Mal, wir machen mal Folgendes. Wir sammeln. Wir nehmen mal ganz kurz auch Betäubungssachen mit, ja? Okay. Und, wenn wir im Redwood Forest sind und einen Tilakuleo sehen, würde ich gerne meinen eigenen zähmen wollen. Aber natürlich auch. Die sind aber so selten, habe ich gehört, ne? Vielleicht haben wir ja. Kannst du natürlich Glück haben. Ja, der ist voll schön, verdammt nochmal, ey. Ist hübsch, ne? Ist echt, echt brutal. Auch voll hübsch. Aber das Brutale ist ja einfach noch nur, weil ich ja jetzt durch den Stream ja so eins auf die Fresse bekommen habe von dem. Habe ich echt voll Bock auf so ein Tilakuleo. Wir haben ja auch schon Ewigkeiten mal kein Tilakuleo mehr genutzt. Leider. Wo ist mein Flieger? Mein Flieger? Den habe ich nicht genutzt gehabt, genau. Dann ist nämlich noch meine Ballermann da drin, mein Longneck. Den suche ich gerade, meinen Ballermann. Guck mal beim Stone, der hat nämlich einen in der Tasche. Ich weiß nicht, ob es seine ist. Ah, hier ist er. Und ich habe sogar noch ein paar Betäubungspfeile. Katscheng. Okay. Na, die lassen wir hier, die Pistole. So. Die ist nicht angemalt, ist also nicht meine. Ist nicht deine. Ich habe hier eine, die ist auch nicht angemalt. Die ist auch noch ganz standardgrau. 11 grüne Betäubungspfeile habe ich. Ich glaube, wir brauchen ein paar mehr, oder? Ach, ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich habe übrigens den Biber dann woanders hingepackt. Das hast du gut gemacht. Unten? Unten in dem Gehege rein. Ich habe auch ein paar Tiere ausgemistet. Mhm. Da ist mein Ballermann. Denn die ganzen Betäubungspfeile? Ja, ich suche auch gerade. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch welche hatten. Aber wenn ich die ja irgendwo hin lager, dann schmeiße ich die immer rechts und links überall hin. Da ist ja bei mir keine Ordnung. Du solltest dir vielleicht auch Rüstungen für Wintergebiet mitnehmen. Meinst du? Ah, ich weiß ja nicht, wo du langreiten willst. Ja, ich nehme mal mit. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Okay, hier ist nichts mehr drin. Ah, ich muss gerade mal wieder niesen. Das gibt's echt. Das ist Gesundheit, Dex. Das ist bestimmt hier. Dankeschön. Irgendwas. Ich habe bestimmt eine Allergie gegen nichts zu essen hier im Zimmer haben.
Anders geht's ja gar nicht. In meiner Rumpelkiste habe ich noch nichts reingerumpelt, aber da sind ein paar Sachen von euch reingerumpelt. Ja, das sind meine Sachen alle. Kannst du ruhig machen. Alle so ziemlich lila sein. Ja, ja. Don hat die da reingeschmissen. Die haben einfach meine Griffus ausgeleert. Hat der was dabei? Aber wo ist Don? Keine Betäubung. Betäubungsfall beim Storm braucht man gar nicht suchen. Haben wir so eine, wie heißt das nochmal, dieses Runterhunger-Potion? Davon habe ich welche bei, die habe ich immer bei. Die farmische Elixir. Also ich habe nur 11, es gibt noch ganz, ganz viele, hier sind noch welche. Hier, die Gaia Medicore Trunk Darts, die lilanen. 100 Stück, das reicht. Nehme ich mal mit. Was ist denn das eigentlich für so ein grünes Ding jetzt hier? Hemp Butt, was ist das denn? Das ist ein grüner Stein. Oder was es immer ist. Wo siehst du das Ding? Siehst du das nicht? Wenn du runterscrollst, ist alles voll grünes Zeugs in der Tasche. In der Kiste. Ach so, das ist das von den Wolfdingern, glaube ich. Die brauchst du fürs Herstellen der Forgotten-Tiere und all den Mister. Okay. Du jetzt die ganzen Narkosepfeile hier? Ich habe jetzt alle gerade rausgenommen, ja, damit ich die wenigstens schon mal in der Tasche habe. Jetzt habe ich aber keine. Das ist Logo, wie ich sie habe. Aber ich gebe dir jetzt gleich alle wieder zurück. Ich wollte nur rausholen, damit wir sie wenigstens auf einem Haufen haben. Ich suche mal noch die ganzen anderen. Also ich habe jetzt alles durchsucht. Jeden einzelnen Schrank. Und es ist sonst nichts mehr da. Okay, dann lassen wir es so, wie es ist. Hier stößt ja noch welche rein. Ich mache mal die Hälfte von den Grünen. Gebe ich dir da... Da, jetzt haben wir genau gleich. Thank you. Thank you, thank you. Das Ding muss hier weg, das ist so hässlich. Was für ein Ding? Das hier, diese riesengroße Eierkocher. Ja, der kommt weiter weg. Der muss echt weg, ey. Schöne Terrasse hier. Weil, soll ich weil, schon mal guck mal da runter. Wo ist hier, da? Hier runter. Hier auf der anderen Seite. Da. Ach, guck mal, schon wieder am Bauen. Du hast auch mal wieder so ein Baufimmel bekommen, ne? Baudings. Ja. Nicht schlecht. Ich bin ja immer eher für Wasser anstatt für Feuer. Ich bin ja immer so der... Apropos Wasser. Ja. Wollen wir das dann nach der Folge machen? Mhm. Wir hatten ja eigentlich einen Plan, was wir machen. Du kennst doch. Pläne werden bei uns immer verworfen. Aber machen wir danach, ja? Willst du denn gleich die Rüstung mitnehmen oder wollen wir dann nochmal zurückreiten? Du meinst die Taucherrüstung? Wir können es ja sagen, wir wollten ja einmal tauchen gehen. Wir können ja genau dahin reiten. Wie ist das Ei? Das ist eine gute Idee. Haben wir eine Taucherrüstung? Ja. Mal durch. Es gibt doch genug Türen, aber irgendwie geht die bei mir nicht auf. Jetzt geht sie auf. Hä? Ja, weil ich doch mal gedrückt hatte. Ach so. Hellblaue Flossen, müssen zwei hellblaue Flossen sein. Nimmst du alles mit oder wie oder wo oder was? Kann ich meine machen. Eigene. Ich kann es schon. Okay. Vergesst die Panzerfaust nicht vor Unterwasser. Was? Die geht gar nicht. Ich sehe der Panzerfaust da drin. Aha, ich sehe schon. Ja, die habe ich gefunden. In dem Eisdungeon. Oh. Ich habe die mitgenommen, weil wir die noch nicht bauen konnten. Du hast mal gar nicht noch hier reingeguckt. Guck mal hier sind noch mega viele Trunk Darts hier drin. Die grünen sogar. Grün will ich ja nicht, ich will ja die anderen. Ah, die anderen waren besser, ja? Ja. Okay, muss ich mal nachlesen. 180, 90, ah. Und die ganz roten machen, keine Ahnung, das sind die Standard. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Kannst du mal ins Kochhaus gehen und da ein paar Gaia-Mushrooms holen? Wo finde ich die? In welchem Schrank? Im Kühlschrank müssen die irgendwo sein. Gaia-Mushrooms, du. Wo sind sie? Im rechten Kühlschrank, den großen, müssten sie sein. Wie heißen die denn? Gaia-Mushrooms. Die heißen einfach nur Gaia-Mushrooms, ja? Im rechten, im linken ist nur Kibbel, ja. Im rechten? Ah ja, ich hab's. Wie viel brauchst du? 100, das Deck reicht. Das sind auch alle, die wir haben. Aber wir haben davon aber sehr viele. Wohin? Ja, in die rechte Metall-Smithy. Zack. Oh, noch brutalere Pfeile. Nee, das sind sozusagen Shocking Darts. Ah.
Use to ground a creature for 15 seconds. Okay, also irgendwie festhalten oder was? Ja, das bleibt dann halt stehen. Okay. Dok E. Brauchen aber irgendwie 500 Jahre dafür. Ja, ja, deswegen musst du auf der anderen Seite noch in der anderen Smithy auch noch was reinlegen. Deswegen haben wir ja zwei. Weil es immer so alles so lange dauert. Ich wollte noch irgendwas machen. Ich wollte irgendwas machen, irgendwas machen, irgendwas machen, irgendwas machen. Haben wir irgendwo Farben? Weiß es. Ja, hier, guck mal, da. Ein kleines Pöttchen. 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 Meine Haare. Okay. Ach ja, hier ist es. Aber wieso keine ruhige Farbe? Yeah. Doch, scroll mal, scroll mal. Ah, ich. Okay. Fehler, ich habe gerade auf das Schatzkiste hier zugegriffen. Auf den Sarg oder was es so ist. Kann ich das eigentlich auch anmalen? I, orange. Ja, I. Heute ist, ich bin keine Biene mehr. Ich bin jetzt der Grashüpfer Willi. Wusstest du das schon, diese ich bin eine Biene, ganz schön viele Folgen gibt? Ja. Ja. Aber die sind alt. Das sind so Sachen von 2012, ne? Übrigens, das ja, sind der Biene. Ja, ich hab mir die mal wieder angeguckt gehabt. Das ist immer gut, ne? Ah, ich bin eine Biene. Die Kampfbiene war ja die geilste. Nee, ich finde, die erste Folge ist immer noch die beste. Einfach die beste. Alles andere ist irgendwie so ein bisschen manchmal sehr, sehr weit hergeholt. Und auch die, er hat dann versucht, noch andere Charaktere noch dazu zu bringen. Der Marienkäfer. Richtig. Marvin! Ich bin Marvin! Ich bin Marvin! Ja, das ist einfach noch. Ich weiß nicht, ich glaube, die ersten paar Folgen waren einfach. Das erste war bestimmt so ein Spaßprojekt. Das war dann ein Erfolg. Dann hat er weitergemacht und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass er nachhinein so, du hast gesehen, dass er damit auch was verdienen kann und hat da bestimmt noch mehr Charaktere noch dazu gefügt, wie der Marvin, dann kommt ja noch das Eis. Das Eis, da kommen ja noch mehr dazu. Die Blume gibt es ja insgesamt, die und so weiter. Ja, die so. Ist ja immer dabei. Und deswegen war das so ein bisschen lahm am Ende dann noch. Ne? Dann hängt eigentlich die Trophäe doch. Ah, achso, die habe ich gerade eben reingeknallt. Ist doch schön. Ah. Jedes Mal, wenn man da vorbeigeht, kratzt die am Kopf. Yeah. Eklig, ne? A little bit. Können wir eigentlich noch umsetzen. Ah. Ich habe aber keinen anderen Platz gefunden. Das Haus ist ja so recht flach, so recht tief. Hey, wer bist du? Ich bin eine Biene. Was machst du hier? Was machst du da? Ich bestäube dich. Ach ja. Was ist denn hier eigentlich los? Hey, warum hilft mir denn keiner? Gefickt. Ab 18. Kämpft er jetzt? Ach, da kämpft doch was gegen unsere Tiere. Was? Ja, er. Und da kann keiner tut was. Oh, Schweine. Das kann. Man könnte hier nicht drauf. Ey, ich häng fest. Ach, okay. Ich bin gefeuert. Oh, Schweine. Wo ist der Arsch? Ich sehe ihn gar nicht. Ist da noch was? Nee. Okay, ich sehe nur Feuer. Das ist doof, wenn die angekettet sind, dass da nichts. Wir müssen, glaube ich, einfach so einen Holzturm machen mit einer dicken, fetten Gun oben drauf. Ja, natürlich. Ich bin auch der Meinung, das müssten wir mal tun, aber gut. So, ich denke mal, wir haben jetzt alles, Dexy. Ah, Leuchtetiere, das fehlt. Ich sehe gerade nämlich eine Aufnahme. Ist ziemlich, ziemlich dunkel. Man sah nämlich nur Zahlen gerade. Hey, was machst du da? Bestäube dich. Nein, das war meiner. War meiner. Das war der grüne, oder nicht? Nein, da hinten ist der, der war lila. Hä? Da ist er, Dex, hier ist ach, der da. Hotel. Ja, warte, ich muss dir mal einen Namen geben. Du brauchst einfach nur nach dem Level gucken. Ich gucke nach der Farbe. Warum, was heißt denn dann nach dem Level? Dein Level ist 10.000 mal höher? Nee, mein Level ist 10.000 mal niedriger. Der ist Level 37. Siehst du, da hätte ich jetzt nämlich nicht nachgeguckt. Ich habe keine Ahnung, welches Level der hier hat. Das 393. Das ist Marvin. Oh nee, ehrlich jetzt. Das ist Marvin.
So, jetzt ist, ich nehme immer die Kacke auf, ey. Immer als erstes die Scheiße. Blödes Vieh. Scheiß mir genau immer vor mein Kreuz. Sind wir bereit? Nein. Nicht. Dahin. Du so welche, muss ich auch mal so mal ablassen. Du so blöde Videos, ich finde die aber lustig, ist okay, aber so blöde Videos, wo dann immer so einige Namen genutzt werden, ja, wie Marvin, dann werden dann die Namen wie Marvin einfach so verrufen, ne? Und dann wird immer Witze von den Namen gemacht. Finde ich voll dämlich. Dabei sind die Namen doch voll schön. Naja. Es kommt doch mal, ne? Also ich mag jetzt auch keine englischen oder amerikanischen Namen. Ich bin auch dann lieber auf deutsche Namen. Deutschland. Ich mag deutschen Namen. Ich habe übrigens jetzt mal kurz noch geguckt nach den Kommentaren in dem Video. Mhm. Das Griffin-Haus und das große Tierhaus wird ja ziemlich gemocht. Mhm. Ich glaube, nur einer oder zwei haben was geschrieben zu dem Schäfchenhäuschen und das, da bin ich voll für. Und so. Das Hafenhaus wurde auch genannt einmal. Richtig. So, okay. Also weiter. Okay, alles klar. Dann, wo bist du? Da bist du. Das ist das Schild. Das ist hier. Da bist du hier. Da, 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 da. Was nimmst du? Aqua oder Fuoco? Aqua. Okay. Dann sage ich aber jetzt schon mal, für diese Folge, wir sind jetzt mal mit der Vorbereitung fertig. Ich drehe mich mal um. So. Hey, Baby. Schüttel dein Haar für mich. Ich sage dann erstmal tschüssi, tschüss von mir. Ich habe es auch in der letzten Folge nochmal erwähnt. Ich habe es aber letztes Jahr ziemlich wenig erwähnt. Ich wurde das vor kurzem auch nochmal angeschrieben von jemandem, der hat sich einen Server gemietet bei G-Portal und hat ein paar Problemchen gehabt. Aber wie gesagt, Leute, wenn ihr mal ein Problemchen habt, die gibt es ja genauso wie bei den anderen Serveranbietern auch, schreibt einfach den Support mal an. Die sind total easy. Also, wie gesagt, wir haben ja schon so viele große Serveranbieter gehabt, wie Nitrat oder sonst was. Ich muss tatsächlich sagen, bei G-Portal fühle ich mich wohl. Die sind nett, sind freundlich, die sind zuvorkommen. Und wenn es Problemchen gibt, dann sind die eigentlich aber auch sehr, sehr kulant. Also, das heißt, für Leute, die jetzt nicht wissen, was das bedeutet, wenn ihr mal ein Problemchen habt oder so, dann kommen die auf einen zu und bieten auch mal eine andere Lösung an. So, das war's von mir. Oh oh. Und bis denn, was los? Lauf. Tschüss, Akuma. Böser, böser. Ist ein Dreadful, ne? Mhm. Man sieht es leider nicht in der Aufnahme. Es ist zu weit weg und zu dunkel. Da hinten wird gekämpft. Ich lauf mal hin. Oh, da ist er tot. Okay. Das war's. Tschüss.